Ich möchte Ihnen jetzt noch am Röntgenbild erklären, wo Ihr Problem liegt. Sie sehen, wie sich hier der Knochen rauswölbt und hierüber sehen Sie Ihren Ballen. Der Knochen ist hier rausgewandert. Diese Abweichung des einen Knochen gegenüber dem anderen wird durch einen Winkel beschrieben. Den kann man so ausmessen. Sie sehen, wenn ich hier den Winkel anlege, dann können wir hier ablesen. Sie haben hier also einen Intermetatarsalwinkel von 16 Grad. Und dazu können wir auch die Achse vom großen Zeh noch einzeichnen und das auch vermessen. Und wir können hier einen Winkel von 38 Grad feststellen. Sie sehen aber auch, dass der Zeh so eine leichte Beugung nach da noch macht. Das werden wir korrigieren, indem wir einen kleinen Keil eben hier rausnehmen, damit dieses Gelenk eben ganz genau parallel zu diesem ausgerichtet dann ist. Wichtig ist auch, dass man die Länge dieser Mittelfußknochen zueinander berücksichtigt. Wichtig ist, dass die in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Bei der Operation ist es also wichtig, darauf zu achten, dass wir nachher, nach der Operation, nicht eine starke Verkürzung hier unten haben, sondern sollte möglichst in diesem Bereich liegen, sodass wir nachher hier den Knochen zu stehen haben.